Wir können schon einen Blick werfen auf den nächsten Tagesordnungspunkt 11, Bundeswehreinsatz vor Somalia, die sogenannte Operation Atalanta seit Dezember 2008. Dort soll man ja die Zugänge nach Somalia humanitär sichern. Außerdem ist das ein Ansatz gegen die Piraten vor der somalischen Küste. Dort wurden ja auch schon einige Schiffe gekapert und erst nach hohen Lösegeldforderungen, nach der Erfüllung hoher Lösegeldforderungen wieder freigegeben. Maximal 600 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten sollen dafür eingesetzt werden. In Wirklichkeit sind es sehr viel weniger. Die Mandatsfrist geht bis zum 31. Mai 2019. Die Linken haben dagegen einen Entschließungsantrag gesetzt, der auch debattiert wird. Sie fordern nämlich, dass man sich von Atalanta zurückziehen soll. Erster Redner, Begründung des Antrags, Christoph Matschi von der SPD-Fraktion. Kolleginnen und Kollegen, für viele ist Somalia immer noch ein Inbegriff für einen gescheiterten Staat. Das hat sich tief eingeprägt, die Bilder, die wir über viele Jahre aus Somalia gesehen haben. Und trotzdem gibt es heute vorsichtigen Anlass zur Hoffnung. Und ein Baustein auf diesem Weg ist das Mandat, über das wir heute hier diskutieren, ist die Operation Atalanta, an dem die Bundeswehr beteiligt ist. Bei dieser Operation geht es um den Schutz der Seewege vor Somalia. Das ist wichtig, um die internationale Schifffahrt dort zu schützen. Aber es geht auch, und das ist mindestens genauso wichtig, darum, sichere Zugangswege für humanitäre Hilfe möglich zu machen, zum Beispiel für das Welternährungsprogramm mit Lebensmittelhilfen, nicht nur für Somalia, sondern auch für den Jemen, für Südsudan oder für Äthiopien. Atalanta, und das ist mir wichtig, an dieser Stelle noch mal zu betonen, ist Teil eines sogenannten integrierten Ansatzes. Denn Ziel dieser Operation ist nicht nur der Schutz der Seewege, sondern Ziel ist letztendlich, wieder tragfähige staatliche Strukturen am Horn von Afrika zu schaffen. Und der Einsatz ist eng verbunden mit anderen Missionen und Projekten in der Region. Da geht es um die Hilfe beim Aufbau funktionierender föderaler staatlicher Strukturen in Somalia. Da geht es um den Aufbau einer nationalen Sicherheitsarchitektur. Hier ist Deutschland insbesondere auch beim Aufbau einer föderalen Polizeistruktur beteiligt. Da geht es um Küstenkontrolle, da geht es um die Sicherheit der Häfen. Aber da geht es auch zum Beispiel darum, die vielen Flüchtlinge, die es immer noch in und um Somalia gibt, zu versorgen. Und es geht um entwicklungspolitische Ansätze, um die Region langfristig stabilisieren zu können, bis hin zum Aufbau von Strukturen in der Berufsausbildung. Die Operation Atalanta, über die wir heute zu entscheiden haben, ist so etwas wie die Rückversicherung zur See für die umfassenden Stabilisierungsbemühungen, die es an Land gibt. Und dieser Zusammenhang ist wichtig. Vielleicht noch ein anderer Gedanke. Die Operation Atalanta, die jetzt seit 10 Jahren läuft, und die vielen anderen Stabilisierungsbemühungen in Somalia zeigen, es gibt oft in schwierigen Konflikten keine schnellen Lösungen, sondern es braucht in der Politik langen Atem. Man muss dranbleiben an diesen Entwicklungen, wenn man etwas verändern, wenn man etwas positiv bewegen will. Und man darf sich auch nicht entmutigen lassen, wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Und die gibt es in Somalia. Und mir sind die Nachrichten noch sehr bewusst in Erinnerung vom Herbst letzten Jahres, als ein furchtbarer Anschlag 500 Todesopfer gefordert hat. Das sind Rückschläge, die manche dazu bringen zu sagen, das hat doch alles keinen Sinn. Ich will an dieser Stelle sagen, doch, es hat Sinn. Es geht Schritt für Schritt voran mit dem Aufbau staatlicher Strukturen. Die Sicherheitslage verbessert sich Schritt für Schritt. Und gerade die Mission auf den Seewegen hat gezeigt, dass es möglich ist, die Piraterie dort weitgehend unter Kontrolle zu bringen. Natürlich kommen auch neue Konflikte hinzu, wie die Auseinandersetzungen im Jemen.
der politische Konflikt mit Katar, die alle auf diese Region ausstrahlen und die wir mit im Blick nehmen müssen, wenn wir Lösungen suchen. Ich bin davon überzeugt, dass die Mission, über die wir heute entscheiden, weiter ein wichtiger Baustein dieser Bemühungen bleibt. Sie zeigt deutliche Fortschritte, und deshalb wird die SPD-Fraktion die Fortsetzung des Mandats unterstützen. Herzlichen Dank. Christoph Matschi sprach ja von Unterstützung am Land. Das bedeutet, dass Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten in Somalia bis zu 2000 Meter vom Strand weg Versorgungsbasen der Piraten bekämpfen dürfen, allerdings nur aus der Luft und nicht an Land. Nächster Redner in der laufenden Debatte, René Springer von der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, fast 20.000 Schiffe passieren jährlich den Golf von Aden, einer Meerenge zwischen dem Bürgerkriegsland Jemen auf der einen Seite und dem Failed State, wir haben es gerade gehört, Somalia auf der anderen Seite. 90% des Handels zwischen Europa, Afrika und Asien werden über diesen Seeweg abgewickelt. Die Sicherheit im Seegebiet vor Somalia, die Sicherheit am Horn von Afrika ist von elementarer Bedeutung für unseren Wohlstand und daher im deutschen Interesse. Aus diesem Grund begrüßt die AfD-Fraktion die von der Bundesregierung beantragte Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der Operation Atalanta zur Bekämpfung der Piraterie. Aber es geht bei der Operation, und auch das haben wir gerade schon gehört, nicht nur um den Schutz kommerzieller Schiffe, es geht zugleich auch um den Schutz der Nahrungsmitteltransporte des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Daher möchte ich kurz auf den Entschließungsantrag der Linksfraktion eingehen. Sie, meine Damen und Herren, fordern den Abzug der Bundeswehr aus diesem Einsatz. Ihre Parteiideologie ist simpel. Militär hilft nicht gegen Hunger. Aber es war gerade das Militär, das in den vergangenen Jahren dafür sorgte, dass über 1.000 Schiffsladungen mit Nahrungsmitteln des Welternährungsprogramms sicher ihre Bestimmungshäfen erreichen konnten, nämlich die von Dürrekatastrophen und Konflikten geplagten Länder Somalia, Äthiopien, Südsudan und Jemen. Angesichts dieser Zusammenhänge ist der von Ihnen geforderte Abzug der Bundeswehr vielleicht eine ideologische Glanzleistung, aber leider keine intellektuelle. Nein, die Fortsetzung der deutschen Beteiligung an der Operation Atalanta ist aus wirtschaftlichen und humanitären Gründen wichtig, und die bisherigen Erfolge sprechen für sich. Zwar gibt es noch immer vereinzelte Piratenangriffe, im letzten Jahr waren es 9, aber Jahre wie 2011, in dem es 176 Angriffe auf Schiffe gegeben hat und 25 Schiffsentführungen, gehören Gott sei Dank der Geschichte an. Dafür danken wir unseren Soldaten, die dort unten im Einsatz waren und dort unten im Einsatz sind. Doch so sehr wir als AfD-Fraktion den Antrag der Bundesregierung zur Bekämpfung von Piraterie begrüßen, so sehr verurteilen wir aufs Schärfste das Versagen der Bundesregierung bei der Abschiebung von mehreren verurteilten und ausreisepflichtigen somalischen Piraten. Erinnern wir uns, 2010 kaperten Piraten vor Somalia einen deutschen Frachter. Niederländische Spezialkräfte überwältigten 10 Somalier, die später nach Deutschland ausgeliefert und in Hamburg wegen Piraterie zu Haftstrafen verurteilt wurden. Eine kleine Anfrage der AfD deckte nun auf, dass inzwischen alle 10 Personen aus der Haft entlassen wurden. 5 von ihnen sind bereits vor einiger Zeit freiwillig ausgereist. Die verbliebenen 5 somalischen Piraten leben weiter in Hamburg, obwohl sie ausreisepflichtig sind. Sie leben in Hamburg und beziehen Sozialleistungen auf Kosten der Steuerzahler. Das ist ein absoluter Skandal. Aber selbst ein solcher Skandal ist unter dieser Bundesregierung noch steigerungsfähig. Denn alle 5 Piraten sind nicht im Besitz eines Passes, da die somalische Botschaft nur 3 Kilometer von hier entfernt keine Pässe ausstellt. Ja, Sie hören richtig. Somalia, das wir seit 10 Jahren im Kampf gegen Piraterie unterstützen, wo wir Polizeikräfte ausbilden,
wo deutsche Soldaten und Entwicklungshelfer ihr Leben für Sicherheit, Stabilität und Wiederaufbau riskieren, wo die Bundesregierung 237 Millionen Euro für entwicklungspolitische Maßnahmen zugesagt hat, ist nicht willens oder in der Lage, 5 Pässe auszustellen. Meine Damen und Herren, ein Land, und damit meine ich Deutschland, das sich von der Passbehörde eines Failed State derart an der Nase herumführen lässt, ist im Begriff, seine nationale Selbstachtung zu verlieren. Wir erwarten von der Bundesregierung nicht nur, dass sie deutsche Interessen vertritt, national und international, am Horn von Afrika und in Hamburg. Wir erwarten von der Bundesregierung auch die Bewahrung und Verteidigung unserer nationalen Selbstachtung. Danke. René Springer von der AfD-Fraktion. Ein Hinweis noch, Atalanta kostet für die 12 Monate, die es jetzt verlängert werden soll, diese Operation Atalanta, den Steuerzahler 37,7 Millionen Euro. Nächster Redner, Nicolas Löbel von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Kollege Springer, ich muss es ganz kurz sagen, wenn Sie gerade sagen, dass wir Sie einen Trend zur nationalen Selbstverachtung entdecken, dann muss ich bei Ihnen einfach aufgrund der Fülle der Äußerungen zu unserem Rechtsstaat, zu unserem Staatsverständnis und auch zur Bundeswehr. Ich zitiere, ich beobachte bei der Bundeswehr einen Trend zur Verweichlichung. Ihr Kollege Jan Nolte. Da muss ich einfach nur sagen, das Einzige, was ich bei der AfD beobachte, ist ein Trend zum Verlust von Anstand und Würde. Fertig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Atalanta-Einsatz in Somalia dauert nun schon 10 Jahre an. Seit diesem Jahr konzentrieren wir uns auf das nach dem Auslaufen der Ausbildungsmission in Somalia auf den Einsatz zur See. Die Voraussetzungen vor Ort haben sich in dieser Zeit gewandelt, unsere humanitären und militärischen Interventionen folglich auch. Was sich in diesen 10 Jahren nicht verändert hat, ist aber die Sinnhaftigkeit dieses Einsatzes. Bei der Beurteilung dieses Einsatzes geht es aber nicht darum, ob ich jetzt Militäreinsätze grundsätzlich ablehne oder nicht, sondern es zählen Fakten und Daten. 6 Millionen Menschen in Somalia sind unmittelbar auf Lebensmittellieferungen aus Übersee angewiesen. Durch den Atalanta-Einsatz konnten wir bis heute über 1.000 Schiffsladungen mit über 1,7 Millionen Tonnen Nahrungsmittel nach Somalia bringen. Ohne Atalanta würden diese Menschen verhungern. Es gibt Vertreter in diesem Hause, die würden nun wieder argumentieren, dass wir endlich mal die Ursachen dieser Krise bekämpfen sollten. Das tun wir auch. Wir tun viel humanitäre Hilfe. Erst letztes Jahr hat der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel vor Ort noch weitere 70 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zugesagt. Aber die Ursachen kann man auch nur bekämpfen, wenn ich vor Ort stabile Rahmenbedingungen für die Menschen vor Ort, aber auch für unsere Helferinnen und Helfer sicherstellen kann. Es gibt keine humanitäre Hilfe ohne die notwendige militärische Absicherung. Ob Sie das verstehen wollen oder nicht, ändert an dieser Tatsache nichts. Außerdem, im Mittelpunkt von Atalanta steht gerade die Bekämpfung der Ursachen dieser humanitären Krise. Wir bekämpfen die Piraterie. Piraterie ist Ursache und Folge dieser Krise zugleich. Atalanta ist dabei ziemlich erfolgreich. Ich will kurz auf den Entschließungsantrag der Linken eingehen. Sie sagen, die Schiffe der Mission haben in den letzten 4 Jahren ihres Einsatzes nur sehr wenige Piratenschiffe vor der somalischen Küste aufgebracht. Stimmt, 2014 waren es 2, 2015 waren es 0, 2016 waren es 1, 2017 waren es 6. Was Sie weglassen bei Ihrem Antrag ist, 2010 waren es 174, 2011 waren es 176, 2012 waren es 35, 2013 waren es 7. Atalanta zeigt Wirkung und ist erfolgreich. Die Verlängerung von Atalanta unter neuen Rahmenbedingungen und seit 2016 auch mit reduzierter Truppenstärke ist also auch aus Gründen der Sicherheit und der Stabilität vor Ort erforderlich, angemessen und geboten. Aber Atalanta ist nicht nur aus humanitären und sicherheitspolitischen Aspekten richtig, sondern auch aus geostrategischen Gründen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie im Zusammenhang mit einem anderen Militäreinsatz mal ein früherer Bundespräsident für seine Aussage kritisiert wurde, dass militärische Einsätze notwendig sein können, um beispielsweise auch freie Handelswege zu sichern.
Ich finde, es gehört zur Aufrichtigkeit in dieser Debatte dazu, an dieser Stelle nicht zu verhehlen. Wir kümmern uns um die Sicherheitslage vor Ort. Wir wollen den Menschen vor Ort durch humanitäre und militärische Maßnahmen helfen. Aber wir haben auch deutsche und europäische Wirtschaftsinteressen im Blick. Denn nur sichere Handelswege sorgen auch für fairen und freien Welthandel. Deshalb stand und steht auch im Weißbuch der Bundeswehr, dass Deutschland wie viele andere Länder im hohen Maße von einer gesicherten Rohstoffzufuhr und sicheren Transportwegen im globalen Maßstab abhängig ist. Und der Golf von Aden ist einer der wichtigsten Handelswege überhaupt. Es handelt sich quasi um den Highway der europäischen und der deutschen Wirtschaft nach Afrika und Asien. Über 20.000 Schiffe sind auf diese Seewegsverbindung angewiesen. Das sind 90% des Handels zwischen Europa, Afrika und Asien. Deshalb haben wir als Deutschland auch ein wirtschaftliches, ein geostrategisches Interesse an sicheren Seewegen. Auch dazu dient Atalanta, und es ist nur ehrlich und transparent, das hier auch zu sagen. Und ein letztes: Atalanta ist ein europäisches Projekt. 18 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, darüber hinaus Partner wie Serbien, Montenegro, beteiligen sich an dieser Mission. Wenn wir als Deutschland ein Teil eines erfolgreichen, global agierenden Europas sein wollen, dann sind wir bei diesem Einsatz in der Pflicht, ihn fortzuführen. Wir als CDU-CSU-Fraktion unterstützen den Antrag der Bundesregierung, und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Der Bundespräsident, den Nikolaus Löbel da angesprochen hat, war Horst Köhler, der über den Zusammenhang von militärischen Einsätzen und freien Handelswegen gesprochen hat. Diese Äußerung führte dann in der Folge im Mai 2010 zu seinem Rücktritt. Nächster Redner, Christian Sauter von der FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, gleich vorab. Meine Fraktion stimmt dem Einsatz der Bundeswehr am Horn von Afrika zu. Atalanta ist ein sinnvoller Einsatz mit einem vernünftigen Ziel und einer guten Bilanz. Es gibt Erfolge vorzuweisen. Die Seewege rund um das Horn von Afrika sind sicherer geworden. Es besteht zusätzlich eine erfolgreiche Kooperation mit europäischen und auch außereuropäischen Partnern, wie zum Beispiel Indien. Soweit, so gut. Dennoch möchte ich einige Anmerkungen machen. Die Operation wird mindestens so lange andauern, bis Somalia funktionierende staatliche Strukturen habe. So lautet ein Teil der Begründung, die die Bundesregierung für das Mandat abgibt. Hierzu muss es aber ein schlüssiges Gesamtkonzept geben, wie der Aufbau funktionierender staatlicher Strukturen gefördert werden kann. Die Bundesregierung und die europäischen Partner müssen klarmachen, wie die Probleme in Somalia überwunden werden können. In diesem Zusammenhang finde ich es erwähnenswert, dass in den vorangegangenen Mandatstexten von einer Neubewertung des Einsatzes und einer Exit-Strategie gesprochen wurde. Auf europäischer Ebene wird aber regelmäßig die Verlängerung des Mandates empfohlen. In der ganzheitlichen und koordinierten strategischen Überprüfung des Einsatzes, einem Dokument des Europäischen Auswärtigen Dienstes mit dem Ziel der Bewertung der Handlungsoption, wird ein Exit nicht empfohlen. Um den sinnvollen und nützlichen Einsatz Atalanta herum muss das Gerüst, das für staatliche Strukturen sorgen soll, stärker werden. Die Bundesregierung muss auf eine bessere Einbettung des Einsatzes hinarbeiten. Wenn die Pirateriebekämpfung und eben der Schutz der Schiffe des World Food Programms nicht nur eine Bekämpfung der Symptome sein soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einen weiteren wichtigen Aspekt dieses Einsatzes sollten wir im Blick behalten. Der Krieg im Jemen, das zeigt der Einsatzbericht der Operation Atalanta, birgt Gefahren für die internationale Seeschifffahrt. In dieser Hinsicht halte ich die Punkte Lagebilderstellung und Seeraumüberwachung in der Region für höchst wichtig. Ein weiteres Argument für die Aufrechterhaltung unseres Einsatzes vor Ort. Im Übrigen muss ich leider an dieser Stelle, wie auch in der letzten Woche, noch einmal auf die mangelnde Einsatzbereitschaft unseres Beitrags zur Operation hinweisen. Der deutsche Beitrag besteht vor allem aus einem System der fähigen, aber auch in die Jahre gekommenen P3 Orion, der derzeit einzigen, die einsatzbereit ist. Sehr geehrte Damen und Herren, Deutschland übernimmt Verantwortung in der Welt. Der Einsatz ist ein gutes Beispiel dafür. Atalanta ist, gemessen an der Zahl der eingesetzten Soldaten, eines der kleineren Mandate, aber dennoch wichtig. An dieser Stelle danke ich unseren Soldaten, die für unseren Einsatz dort
vor Ort bereitstehen und diesen bestreiten. Ein Wort möchte ich noch zum Entschließungsantrag der Fraktion Die Linken sagen. Diesen Antrag können wir nicht zustimmen. Sie sagen vielleicht ganz richtig, dass die komplexen Probleme Somalias nicht nur militärisch gelöst werden können, zu behaupten, aber die Operation Atalanta hätte nicht dazu beigetragen, die Sicherheit der Menschen in Somalia zu stärken, zeugt aus meiner Sicht von einer Realitätsverweigerung. Wer profitiert denn von Hilfslieferungen des Welternährungsprogramms? Die Fraktion der Freien Demokraten wird der Verlängerung des Mandates trotz der von mir aufgeführten Punkte zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, die Fraktion Die Linke hat jetzt Gelegenheit, diesen Entschließungsantrag, über den Christian Sauter gerade gesprochen hat, zu begründen. Sie hat ihn ja eingebracht. Das geschieht durch den verteidigungspolitischen Sprecher der Linksfraktion, Tobias Pflüger. Es geht ja darum, dass die Linksfraktion verlangt, sich aus Atalanta, aus dieser Operation zurückzuziehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stimmen gleich über den Einsatz EUNAVFOR Somalia Atalanta ab. Dieser Einsatz findet im Rahmen der Europäischen Union statt. Die EU ist eines der Militärbündnisse, die für den Einsatz der Bundeswehr genutzt werden. Auslandseinsätze der Bundeswehr finden im Rahmen der NATO, der EU, der UN und entgegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Juli 1994 auch rein national statt, so wie dieser unsägliche Bewaffnungseinsatz der Peschmerga, der vor kurzem beendet wurde. Und ja, Sie haben richtig gehört, die Europäische Union ist ein Militärbündnis. Das ist rein völkerrechtlich so. Wir kritisieren das. Deshalb wollen wir auch keine Militäreinsätze im Rahmen der Europäischen Union. Und wir wollen keinen Ausbau der militärischen Komponente der EU, wie er gerade mit der PESCO vorangetrieben wird. Wir wollen gar keine militärische Komponente der Europäischen Union. Und um was geht es beim Einsatz EUNAVFOR Somalia Atalanta? Die Bundesregierung schreibt es selbst in ihrer Begründung. Ich zitiere: Aufgrund der Globalisierung und der Zunahme des internationalen Handels sowie der Funktion des Golf von Aden als Haupthandelsroute zwischen Europa und der arabischen Halbinsel und Asien ist die Sicherheit maritimer Transportwege für Deutschland und die Europäische Union von elementarer Bedeutung. Franz Josef Jung hat es bei einer früheren Begründung für diesen Einsatz sehr viel offener formuliert. Wir sind auf den freien Seehandel angewiesen. Und Herr Löbel hat das Ganze gerade eben noch mal deutlich und klar ergänzt, was Herr Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident, gesagt hat. Offensichtlich geht es um die Sicherung von Handelswegen und den Zugang zu Rohstoffen. Vielen Dank, dass Sie das offen in Ihrer Begründung sagen. Wir sagen als Linke dazu, das wollen wir nicht, dass die Bundeswehr zur Sicherung von Handelswegen und für Rohstoffe eingesetzt wird. Offiziell geht es um Piratenangriffe, schreibt die Bundesregierung. Aber ich zitiere, von Mitte 2014 bis Anfang 2017 wurde am Horn von Afrika lediglich ein erfolgloser Piratenangriff registriert. Seit dem Frühjahr 2017 kommt es wieder in unregelmäßigen Abständen zu vereinzelten Piratenangriffen, der letzte am 22. Februar 2018. Der Somalia-Experte Rashid Abid sagt, die Militäroperationen haben das Problem nur verlagert. Die Piratengruppen sind nicht aufgelöst, sie existieren immer noch. Und Chimkale Maxamed aus Basaso sagt, die Piraterie hat wegen der illegalen Fischerei begonnen. Und Rashid Abid, wenn Europa sich nicht um die illegale Fischerei vor der somalischen Küste kümmert, bestätigt nur das Vorurteil, Europa ist leichtgängig, solange keine Schiffe Europas angegriffen werden. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Piraterie kann es wirklich nicht sein, warum die Bundeswehr heute dort ist. Sonst wäre der Einsatz sinnlos, was natürlich auch sein kann. Ihre Begründung für einen Bundeswehreinsatz gegen Piraterie ist schlicht vorgeschoben. Ich lese nach. In der Begründung, neben dem Rückgang der Piraterie, zeigt der Jemen-Konflikt Auswirkungen auf die Sicherheit der Seewege, wie beispielsweise die Zunahme von organisierter Kriminalität in Form von Schmuggel sowie illegaler Migration. Oha,
Na, dann wäre doch mal eine Maßnahme, keine Waffen mehr zum Beispiel an Saudi-Arabien und die anderen Kriegskoalitionsstaaten zu liefern, die den Jemen und seine Bevölkerung barbarisch kaputtbomben. Und wenn Menschen vor diesem Krieg fliehen wollen, werden sie als illegale Migration diffamiert. Und was macht die GroKo? Sie liefert Patrouillenboote nach Saudi-Arabien, die auch zur Seeblockade genutzt werden können. Eine Schande! Die USA führen nach wie vor in Somalia einen Drohnenkrieg, der sich enorm auswirkt auf die Situation in Somalia. Und die EUTM-Mission Somalia ist beendet worden. Das ist die Schwestermission. Und das ist gut so. Offensichtlich, die Begründung sagt eigentlich, um was es geht. Die militärische Ausbildung der somalischen Armee hat nicht funktioniert. Und stattdessen sollte das politische Engagement in dem Bürgerkriegsland in den Mittelpunkt rücken. Wir als Linke sagen, beenden Sie diesen Einsatz der Bundeswehr in Somalia. Er ist nicht hilfreich. Im Gegenteil. Vielen Dank. Tobias Pflüger von der Fraktion Die Linke mit seinem Plädoyer gegen die Operation Atalanta, den Schutz der somalischen Küste unter anderem vor Piraten. Nächster Redner Tobias Lindner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Sprecher für Sicherheitspolitik in der Fraktion. Das primäre Ziel der Operation Atalanta ist der Schutz der Schiffe des Welternährungsprogramms, der Schutz von Nahrungsmittellieferungen in eine der ärmsten Regionen dieser Welt. Somalia, das ist nicht nur ein Land, das eine verheerende politische Situation leider immer noch hat und auf das ich mit einer gewissen Ratlosigkeit blicke, das ist auch ein Land, das regelmäßig von Dürren heimgesucht wird und in dem Millionen Menschen auf Nahrungsmittellieferungen angewiesen sind. Und deshalb ist es vernünftig und deshalb ist es notwendig, dass Schiffe des Welternährungsprogramms vor Piratenangriffen geschützt werden können. Es war deswegen auch richtig, im Jahr 2008 dieses Mandat aufzusetzen. Und meine Fraktion, wir haben über viele Jahre hinweg mit einer breiten Mehrheit dieses Mandat mittragen können. Aber dieses Mandat enthält leider nach wie vor, ich finde völlig unnötigerweise, ein großes Risiko. Es ist weiterhin die Möglichkeit vorgesehen, auch 2000 Meter an Land wirken zu können. Das ist ein Risiko, Herr Kollege Gädichens, weil es das Risiko einer völlig unnötigen Eskalation dieses eigentlich sinnvollen Mandats bietet. Und es ist unnötig, weil von dieser Option in der ganzen Zeit nur ein einziges Mal Gebrauch gemacht worden ist. Und wenn ich dann die Bundesregierung frage, ja, warum lässt man das weiter drin, dann lautet die Antwort, ja, weil allein die Formulierung im Mandat, weil allein die Formulierung so abschreckend ist, dass Piraten deswegen nicht auf die Idee kommen, anzugreifen. Angesichts der bereits erwähnten Tatsache, dass die Bundeswehr sich auch im kommenden Jahr mit einem Seefernaufklärer vom Typ P-3C Orion beteiligen wird, bei dem ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie man damit an Land wirken will, ist es völlig unnötig, dieses Risiko weiterhin in den Mandatstext zu schreiben, liebe Bundesregierung. Und ich sage das ohne Häme bei den Kollegen der Sozialdemokratie. Ich meine, auch sie hat es im Jahr 2012 umgetrieben. Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich 2012 entschieden, gegen das Mandat zu stimmen. Ich nehme mit Respekt zur Kenntnis, dass sie das heute mehrheitlich anders sehen. In meiner Fraktion, meine Damen und Herren, ist es so, dass es für uns alle klar ist, diese Option darin, das ist ein Mangel und das ist ein Risiko. Deswegen wird die Mehrheit meiner Fraktion auch heute wieder diesem Mandat nicht zustimmen, sondern sich leider nur enthalten können. Ich gehöre, wie einige Kollegen in meiner Fraktion, zu denen, die trotz dieses Risikos dem Mandat ihre Zustimmung nicht versagen werden. Aber wir müssen uns eines klar machen. Genauso wie Lebensmittellieferungen nur eine Symptombekämpfung für Hunger sind, ist natürlich Pirateriebekämpfung nur eine Symptombekämpfung für die eigentliche Ursache für die politische Situation. Und auch wenn die große Zahl der Piratenangriffe merklich zurückgegangen ist, müssen wir doch feststellen, in den letzten zwei Jahren gab es wieder Steigerungen. Und diese Steigerungen, meine Damen und Herren, sie liegen auch daran, dass das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen trotz der Zahlungen Deutschlands nicht ausreichend viele Mittel hat und eher kleinere Schiffe einsetzen muss, die ein besseres Ziel für Piratenangriffe sind. Das heißt, wenn wir darüber reden, Piratenangriffe einschränken zu wollen, dann muss die internationale Gemeinschaft auch hier ihrer Verantwortung an dieser Stelle gerecht werden.
Und so sinnvoll wie die Fortsetzung dieses Mandats aus meiner persönlichen Sicht ist, so unzureichend ist sie, um die wahren Ursachen der politischen Situation in dieser Region wirklich beseitigen zu können. Da braucht es mehr Initiativen. Wir dürfen dieses Mandat nicht quasi als Entschuldigung nehmen dafür, dass es in Somalia so ist, wie es ist. Und da, liebe Bundesregierung, erwarten wir uns von Ihnen in den kommenden 12 Monaten mehr Initiativen als in der Vergangenheit. Herzlichen Dank. Soweit Tobias Lindner von Bündnis 90 Die Grünen. Jetzt Sintje Möller von der SPD, Mitglied des Verteidigungsausschusses. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Ihnen geht es doch sicherlich auch so, oder? Fast täglich sehe ich mich Fragen zu den Bundeswehreinsätzen gegenüber, ob es in den sozialen Netzwerken ist oder auch bei den vielen Begegnungen im echten Leben. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde das richtig gut. Denn so kann eine Auseinandersetzung um die Ausrichtung unserer deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gelingen. Heute geht es um die Operation Atalanta. Und natürlich bewegen die Menschen auch bei diesem Einsatz die Fragen. Warum machen wir das? Ist es sinnvoll, militärisch präsent zu sein? Wie lange bleibt die Bundeswehr noch im Einsatz? Was sind ihre konkreten Aufgaben? Und kann die Bundeswehr das in Anbetracht ihrer Ausrüstungslage leisten? Am Horn von Afrika sind die Lebensbedingungen für die Menschen vor Ort mehr als schwierig. Es herrschen schwache staatliche Strukturen und zwischenstaatliche Konflikte, häufig um den Zugang zu Rohstoffen. Das fragile Ökosystem und die Gefahr von Dürreperioden machen das Leben häufig unberechenbar. Aus dieser Gemengelage folgen große Armut, Nahrungsmittelknappheit, Krankheiten und logischerweise auch Flucht- und Migrationsbewegungen. Hinzu kommen organisierte Kriminalität und gewalttätiger Extremismus, die für die Menschen vor Ort oft der einzige Ausweg zu sein scheinen. Es ist nicht immer einfach, diese verknüpften Probleme zu entzerren. Und manchmal weiß man nicht, wo man ansetzen soll. Aber wir hier müssen es versuchen, dass wir Lösungen finden. Und Atalanta ist ein solcher Versuch und ein solch richtiger Ansatz. Die Fakten zeigen uns, früher gab es hunderte Überfälle auf Schiffe im Jahr. Heute gibt es nur wenige, den letzten am 8.4. dieses Jahres. Und es zeigt sich also, Atalanta ist erfolgreich. Ein deutlicher Rückgang der Angriffe eröffnet die Möglichkeit der Verstärkung des zivilen Engagements. So ist es richtig, dass bei allen Rückschlägen die europäische Trainingsmission neu aufgelegt werden soll und auch die europäische Polizeimission weiterhin fortläuft. Ebenso erfreulich ist es, dass bis 2020 eine sogenannte Exit-Strategie erarbeitet werden soll. Aus meiner Sicht stärkt es die positive Bewertung dieses Einsatzes. Er ist erfolgreich und wir denken darüber nach, wie in Zukunft die Stabilität und Sicherheit gewährleistet werden kann, ohne militärische Abschreckung und Präsenz der internationalen Gemeinschaft. Der Golf von Aden ist eine der zentralen Handelsrouten. Doch es geht nicht nur um Waren und Güter, die sicher nach Europa gelangen sollen. Es geht auch um die Lieferung des Welternährungsprogramms, Sie haben schon gehört. Lieferungen, die nach Somalia und andere Länder in Ostafrika gelangen sollen. Und es geht also auch um die Sicherheit derjenigen, die das Leid lindern wollen. Und auch um die Sicherung der so dringend benötigten Hilfsgüter, die diese Helfer bringen. Und auch unsere Soldatinnen und Soldaten leisten ihren Beitrag. 77 sind momentan vor Ort, fügen sich in Stäbe, Prozesse und Strukturen ein. Mithilfe eines Seefernaufklärers liefern wir Daten, damit Atalanta zielgerichtet operieren kann. Und ja, dieser fokussierte Beitrag kann im Rahmen der Möglichkeit der Bundeswehr geleistet werden. Und so erfahre ich in dem Gespräch mit Führung und Soldatinnen. Aus der Truppe höre ich ebenso immer wieder, dass die Mission ein gelungenes Beispiel ist für eine gelungene oder ein gelungenes Beispiel für die europäische Zusammenarbeit ist. Für ihren Einsatz möchte ich deswegen vor allen Dingen erstmal unseren Soldatinnen und Soldaten, aber auch allen europäischen Soldatinnen und Soldaten und ihren Familien danken. Unsere Soldatinnen und Soldaten tragen dazu bei, dass Atalanta ein Mindestmaß an Sicherheit schafft und der Einsatz entzieht organisierter Kriminalität auf See die Grundlage. Atalanta kann dies auch weiterhin gewährleisten. Nur müssen wir uns jetzt eben auch ergänzend tiefer der Frage widmen, wie für Somalia und seinen Menschen eine tragfähige Zukunftsperspektive geschaffen werden kann. Dank Atalanta haben die Piraten die organisierte Kriminalität nicht die Herrschaft am Horn von Afrika übernommen. Und bis 2020 soll es eine Exit-Strategie geben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wir sind auf dem richtigen Weg. Und deshalb plädiere ich für die Zustimmung zu diesem Mandat. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, was Sie hier in Ihrem Bildausschnitt nicht so gut sehen können, das Plenum füllt sich jetzt langsam auf, merklich, denn es ist ja eine namentliche Abstimmung geplant für 18.30 Uhr zu diesem Bundeswehreinsatz in Somalia, der gerade laufenden Debatte. Nächster, vorletzter Redner, Peter Bayer von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Atalanta-Mission ist ein exzellentes Beispiel dafür, dass Deutschland es eben nicht nur bei bloßen Worten belässt, sondern in der Tat zeigt, dass es gewillt und auch in der Lage ist, seiner internationalen Verantwortung gerecht zu werden. Und dies nunmehr seit dem Jahr 2008, also seit 10 Jahren, beteiligt sich Deutschland ohne Unterbrechung mit den unterschiedlichsten Einheiten, aktuell mit einem Seefernaufkläger, an dieser Mission. Und der Auftrag ist so umschrieben, dass er vorsieht, die Schiffe des Welternährungsprogramms und auch der Mission der Afrikanischen Union in Somalia, AMISOM, im Einsatzgebiet zu schützen. Und wenn wir uns einmal das Einsatzgebiet anschauen, das sind 3,7 Millionen Quadratkilometer, annähernd die Fläche der Europäischen Union. Das ist ein sehr großer Einsatz von der Fläche her und es ist ein sehr erfolgreicher Einsatz. Und der kommt nicht von ungefähr. Dieser Erfolg liegt auch an dem Einsatz unserer deutschen Soldatinnen und Soldaten. Deswegen danke ich an dieser Stelle diesen Menschen, die dort Einsatz leisten, von ganzem Herzen und auch deren Familien. Meine Damen und Herren, der Blick auf die Zahlen belegt die erfolgreiche Wirkung der Mission. Wir haben das heute schon an der einen oder anderen Stelle in der Debatte gehört. Der Höhepunkt der Piratenübergriffe war im Jahre 2010 mit jährlich über 170 Piratenangriffen, viele davon auch erfolgreich aus Piratensicht, und dann hinterher zwischen 2014 und 2018 lediglich nur noch vereinzelte, einige wenige Angriffe, übrigens nach meiner Kenntnis keine davon erfolgreich. Rund 500 Transporte, die für das Welternährungsprogramm im Einsatz waren, und fast ebenso viele, nämlich gut 400 Transporte für AMISOM, wurden so sicher durch die Gewässer eskortiert. Und das ist ein ganz hervorragendes Beispiel für ein multilaterales Zusammenspiel unter Beteiligung der EU, aber auch von Kolumbien, Serbien, Montenegro, Neuseeland und auch von Einsatzkräften aus der Ukraine. Und wir hören ja immer die Frage, steht es denn völkerrechtlich auf solidem Grund? Das ist bei dieser Mission Atalanta wie bei vielen anderen auch der Fall. Einerseits gibt es ein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, es gibt einen Beschluss des Rates der Europäischen Union und nicht zuletzt einen konstitutiven Beschluss dieses Bundestages, meine Damen und Herren. Übrigens handelt es sich bei Atalanta um die erste maritime EU-Mission überhaupt. Und was leistet konkret Deutschland mit seinen Soldatinnen und Soldaten dort? Hochauflösende Aufklärungsdaten werden gesammelt und zur Verfügung gestellt. Schlupflöcher und Unterschlüpfe von Piraten werden aufgespürt. Die Fischerei vor der Küste Somalias wird überwacht. Letzteres übrigens ein weiterer wichtiger Beitrag eben zur Verbesserung der humanitären Lage in Somalia. Und deswegen ist es umso unbegreiflicher, wenn man sich einmal den Antrag der Linken zu dieser Mission anschaut. Diese erfolgreichen Zahlen sprechen ja eine Sprache für sich. 6 Millionen Menschen in Somalia sind direkt von den Hilfeleistungen des Welternährungsprogramms abhängig. Das ist ja fast so, als fordere man die Abschaffung der Feuerwehr, weil es einige Zeit lang nicht mehr gebrannt hat. Das ist irrsinnig, meine Damen und Herren. Unser Interesse hier in Deutschland ist es, Somalia zu stabilisieren, auch nicht zuletzt, um Fluchtbewegungen zu verhindern. Unser Interesse in Deutschland ist es, dass das für die Exportnation Deutschland so wichtige Seegebiet am Horn von Afrika frei und sichtbar, frei und befahrbar bleibt. Und unser Interesse ist es, in den Vereinten Nationen unserer Verantwortung als verlässlicher Partner gerecht zu werden. Und langfristig muss es das Ziel sein, dass Somalia selbst in die Lage versetzt wird, für die eigene Sicherheit Sorge zu tragen und Recht und Gesetz durchzusetzen. Bis dahin macht es Sinn, dass wir uns weiterhin an der Mission Atalanta beteiligen und so unserer internationalen Verantwortung
gerecht werden. Herzlichen Dank. Der voraussichtlich letzte Redner in der laufenden Debatte zum Bundeswehreinsatz vor Somalia ist Volker Ulrich von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Mitglied im Ausschuss Angelegenheiten der Europäischen Union. Ein Hinweis von mir noch einmal, das Plenum hat sich jetzt fast vollständig gefüllt für die namentliche Abstimmung nach dieser Rede von Volker Ulrich. Wie gesagt, voraussichtlich letzter Redner der laufenden Debatte. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mission Atalanta wird dieses Jahr 10 Jahre alt und sie ist eine erfolgreiche Mission. Wenn man sich die Daten ansieht, dann wird man feststellen müssen, dass noch vor 7 oder 8 Jahren von etwa 20.000 Schiffen, die die Handelsroute um den Golf von Aden passiert haben, etwa knapp 200 Schiffe angegriffen wurden. Das ist eine Attackenrate von fast 1%. Damit ist die freie Schifffahrt und freie Seefahrt und die Sicherheit der Handelswege in diesem Bereich stark gefährdet gewesen. Und diese Mission hat dazu beigetragen, die Handelswege wieder sicherer zu machen. Und das ist gut und das ist ein Erfolg und den sollten wir nicht schlecht reden. Und wenn jetzt darüber gesprochen wird, es läge gar keine Legitimation vor, Handelswege zu schützen, dann haben Sie, Herr Kollege Pflüger von den Linken, das UNC-Rechtsübereinkommen gar nicht verstanden. Es ist nämlich völkerrechtlich allgemein anerkannt, dass die Seefahrtswege sicher sein müssen und dass die UN auch diese Seefahrtswege schützen darf. Und die sichere und freie Küstenfahrt gehört zum anerkannten Völkerrecht. Sie stellen also mit Ihrem Antrag das Völkerrecht in Frage. Wir haben nichts anderes von Ihnen erwartet, aber da noch durch diese Einlassung haben Sie sich blamiert. Und, meine Damen und Herren, man darf auch nicht vergessen, dass es hier auch um humanitäre Aspekte geht, um die Frage des Welternährungsprogramms. Es ist bereits angesprochen worden. Und da muss ich sagen, dass es nicht nur um die Frage geht, wie werden die Menschen in Somalia selbst unterstützt. Es geht auch darum, dass wir Menschen in Not im Südsudan, in Darfur, durch Lebensmittellieferungen schützen und damit auch der Einsatz für humanitäre Hilfe im Südsudan und in Darfur nur möglich ist, weil diese Küstengewässer geschützt werden. Wer also das Programm Atalanta in Frage stellt, der legt auch die Axt an der humanitären Hilfe in diesem Bereich, die so dringend benötigt wird. Und ich bitte Sie, abschließend auch mal auf die Zahlen zu sehen. Wir nehmen diese Mission aus Verantwortung wahr. Und wenn Sie sich die Kosten ansehen für den Bundeshaushalt, dann stehen hier 37,7 Millionen Euro Aufwendungen für unsere Bundeswehr. Aber unser Staat, unser Land hat allein im Jahr 2017 zur Bewältigung der Hungerkrise in Somalia über 140 Millionen Euro humanitäre Hilfe geleistet. Dazu kommen noch die Mittel aus dem Bereich der Entwicklungshilfe. Wir haben also zu Recht einen doppelten Ansatz. Auf der einen Seite die notwendige Sicherung der Handelswege, auf der anderen Seite die humanitäre Hilfe. Und das Ganze dient zur Stabilisierung der Region im europäischen Kontext, weil es uns nicht egal sein kann, dass am Horn von Afrika ein Staat existiert, in dem Menschen leiden, der instabil ist. Wir tun alles für die Stabilität, und dazu dient auch dieses Mandat. Und deswegen darf ich Sie um Zustimmung bitten. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind noch nicht am Schluss dieser Aussprache. Ich wiederhole mich. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. So, Petra Pau versucht jetzt die Bundestags... Eine Kurzintervention. Tobias Pflüger, das ist derjenige der Fraktion der Linken, der den Entschließungsantrag hier gegen Atalanta begründet hat. Das Völkerrecht immer wieder in einer Art und Weise dargestellt wird, die schon hanebüchend ist. Ich will einfach mal darauf hinweisen, dass Teil dieser Mission ist,
dass die Einsatzkräfte bis zu einer Tiefe von maximal 2000 Metern auch gegen logistische Einrichtungen von Piraten am Strand vorgehen können. Das ist Zitat quasi aus dem Mandat. Das heißt konkret, dass in das Land hineingegangen werden kann. Der Kollege Tobias Lindner hat auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Wie Sie das als völkerrechtsgemäß bezeichnen wollen, da bin ich ja echt gespannt, weil das ist konkret in die Souveränität eingegriffen und klipp und klar, es ist eine hanebüchende Begründung, die Sie hier regelmäßig bringen, quasi wie das Völkerrecht angeblich aussieht. Ich weise das klar zurück. Selbstverständlich ist es so, dass dieser Einsatz, wenn er auch sich quasi auf das Hoheitsgebiet eines anderen Landes bezieht, nicht völkerrechtsgemäß ist. Soweit Tobias Pflüger von der Fraktion Die Linke. Und Volker Ulrich antwortet, das war der Redner, der zuletzt geredet hat. Herr Kollege Pflüger, ich kenne kaum einen renommierten Völkerrechtler, der den Einsatz Atalanta grundsätzlich und juristisch in Frage stellt. Unabhängig davon möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass bei diesem Einsatz es neben dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1982 mehrere Beschlüsse des UN-Sicherheitsrates gibt, die eindeutig diesen Einsatz legitimieren. Und Sie wissen aus der UN-Charta, dass Einsätze, die durch den UN-Sicherheitsrat legitimiert sind, auch zur Eigensicherung, aber auch zur Sicherung der Seewege ein Stück weit auch aufs Territorium vordringen dürfen. Diese Frage ist völlig unproblematisch und Sie nehmen sich hier einen Teil heraus, um insgesamt etwas abzulehnen, was Sie nicht ablehnen sollten. Ich schließe die Aussprache. So, das war nun das endgültige Ende dieser Debatte. Bundeswehreinsatz vor Somalia. Es folgt, weil es sich um die zweite und dritte, also die abschließende Lesung handelt, um eine namentliche Abstimmung. Deswegen sind auch sehr viele Abgeordnete hier. Sind nicht alle gekommen. Einige können gar nicht da sein. Zuallererst die Bundeskanzlerin, die im Moment ja auf dem Weg zu Donald Trump nach Washington ist. Diese namentliche Abstimmung wird jetzt einige Minuten in Anspruch nehmen. Es geht um Atalanta, die Verlängerung dieser Operation vor der somalischen Küste. Im Moment sind 77 Bundeswehrsoldaten dort im Einsatz. Maximal dürfen es 600 sein. 12 Monate ist dieser Einsatz befristet, beziehungsweise die Verlängerung. Und das wird nicht die letzte gewesen sein. Das hat diese Debatte ja gezeigt. 12 Monate wird dieser Einsatz jetzt zunächst mal verlängert bis zum 31. Mai 2019 und er kostet den Steuerzahler jährlich 37,7 Millionen Euro. Liebe Zuschauer, wie gesagt, einige Minuten wird es dauern, bevor es zu diesem Bundeswehreinsatz vor Somalia dann diese namentliche Abstimmung gibt, beziehungsweise bis sie zu Ende geht. Die Bundeswehr ist ja eine Parlamentsarmee, also muss der Bundestag diesem Einsatz auch zustimmen. Einige Minuten bis zum Ende dieser namentlichen Abstimmung. Wir wollen Ihnen zwei Redner aus der gerade verflossenen Debatte zeigen zum Bundeswehreinsatz. Zumal ja erst Christoph Matschi von der SPD, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Er hat ja quasi diesen Bundeswehreinsatz, die Verlängerung des Mandats begründet. Und danach die Gegenrede von Tobias Pflüger von der Partei Die Linken, die ja die Operation Atalanta beenden möchte und möchte, dass sich die Bundesregierung mehr auf die humanitäre Hilfe in Somalia konzentriert. Zunächst Christoph Matschi. Die Operation Atalanta, über die wir heute zu entscheiden haben, ist so etwas wie die Rückversicherung zur See für die umfassenden Stabilisierungsbemühungen, die es an Land gibt. Und dieser Zusammenhang ist wichtig. Vielleicht noch ein anderer Gedanke. Die Operation Atalanta, die jetzt seit 10 Jahren läuft, und die vielen anderen Stabilisierungsbemühungen in Somalia zeigen, es gibt oft in schwierigen Konflikten keine schnellen Lösungen, sondern es braucht in der Politik langen Atem. Man muss dranbleiben an diesen Entwicklungen, wenn man etwas verändern, wenn man etwas positiv bewegen will. Und man darf sich auch nicht entmutigen lassen, wenn es immer wieder Rückschläge gibt. Und die gibt es in Somalia. Und mir sind die Nachrichten noch sehr bewusst in Erinnerung vom Herbst letzten Jahres, als ein furchtbarer Anschlag 500 Todesopfer gefordert hat. Das sind Rückschläge,
die manche dazu bringen, zu sagen, das hat doch alles keinen Sinn. Ich will an dieser Stelle sagen, doch, es hat Sinn. Es geht Schritt für Schritt voran mit dem Aufbau staatlicher Strukturen. Die Sicherheitslage verbessert sich Schritt für Schritt. Und gerade die Mission auf den Seewegen hat gezeigt, dass es möglich ist, die Piraterie dort weitgehend unter Kontrolle zu bringen. Natürlich kommen auch neue Konflikte hinzu, wie die Auseinandersetzungen im Jemen, der politische Konflikt mit Katar, die alle auf diese Region ausstrahlen und die wir mit im Blick nehmen müssen, wenn wir Lösungen suchen. Ich bin davon überzeugt, dass die Mission, über die wir heute entscheiden, weiter ein wichtiger Baustein dieser Bemühungen bleibt. Sie zeigt deutliche Fortschritte, und deshalb wird die SPD-Fraktion die Fortsetzung des Mandats unterstützen. Die Europäische Union ist ein Militärbündnis. Das ist rein völkerrechtlich so. Wir kritisieren das. Deshalb wollen wir auch keine Militäreinsätze im Rahmen der Europäischen Union. Und wir wollen keinen Ausbau der militärischen Komponente der EU, wie er gerade mit der PESCO vorangetrieben wird. Wir wollen gar keine militärische Komponente der Europäischen Union. Und um was geht es beim Einsatz EUNAVFOR Somalia Atalanta? Die Bundesregierung schreibt es selbst in ihrer Begründung. Ich zitiere, aufgrund der Globalisierung und der Zunahme des internationalen Handels sowie der Funktion des Golf von Aden als Haupthandelsroute zwischen Europa und der arabischen Halbinsel und Asien ist die Sicherheit maritimer Transportwege für Deutschland und die Europäische Union von elementarer Bedeutung. Franz Josef Jung hat es bei einer früheren Begründung für diesen Einsatz sehr viel offener formuliert. Wir sind auf den freien Seehandel angewiesen. Und Herr Löbel hat das Ganze gerade eben noch mal deutlich und klar ergänzt, was Herr Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident, gesagt hat. Offensichtlich geht es um die Sicherung von Handelswegen und den Zugang zu Rohstoffen. Vielen Dank, dass Sie das offen in Ihrer Begründung sagen. Wir sagen als Linke dazu, das wollen wir nicht, dass die Bundeswehr zur Sicherung von Handelswegen und für Rohstoffe eingesetzt wird. Ja, und wir sind jetzt live im Bundestag zurück. Die namentliche Abstimmung ist gerade eigentlich zu Ende gegangen. Es wird noch gefragt nach den letzten Bundestagsabgeordneten, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben zum Bundeswehreinsatz vor Somalia. Ich schließe die Abstimmung.